Eisenbahnkrane gibt es fast so lange wie die Eisenbahn selbst. Zuerst handbedient, später dampfbetrieben. Die heutigen Krane sind mit denen von damals kaum zu vergleichen. Bis zu 160 Tonnen können einige Exemplare heben. Sehen Sie bei uns die Geschichte der Schienendrehkrane bis hin zu den modernsten Exemplaren der Firma Kiro, die bei der DB für den Notfall bereitstehen. Wir haben Mammut und Bulldog im Einsatz beobachtet und blicken in vielen historischen Szenen in die Zeit der Dampfkrane zurück. Die Vielfalt der kleinen und großen Schienenfahrzeuge gestern und heute haben wir in hochinteressanten Szenen zusammengestellt.